Hi, heute gibt es bei mir diese türkischen Hackfleischbrötchen von der Plancha. Und wie ich die gemacht habe, das zeige ich dir in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meine türkischen Hackfleischbrötchen brauchen werde. Wie ihr seht, ich habe den türkischen Supermarkt geplündert und das ist meine Ausbeute. Wir haben hier 600 Gramm gehacktes, halb und halb, und zwar Rind und Lamm. Vor meinen Augen frisch durchgewolft, absolut fantastisch. Das werden wir gleich würzen, und zwar hiermit. Das ist Pfeffer, Salz, Oregano, Thymian, Paprika, Kurkuma und etwas Kreuzkümmel. Ihr wisst, Kreuzkümmel ist eigentlich nicht so meins, aber es gehört einfach hier dran, also verwenden wir ihn. Dann machen wir ein paar Sumak-Zwiebeln. Hier habe ich eine rote Zwiebel, hier habe ich das Sumak-Gewürz, ein bisschen Zitronensaft noch mit dran, dass das schön durchziehen kann, vielleicht noch ein bisschen Petersilie noch mit bei, als Topping für das Brötchen später. Dann mache ich noch einen schnellen Salat aus Tomate, Gurke, ein bisschen Schnittlauch, lasse das schön durchziehen. Dann wird das Hackfleisch, wenn es angebraten ist, später noch mit ein bisschen Käse überbacken und dann eben in diese Brote gefüllt. Das sind die Zutaten, die ihr braucht. Die findet ihr auch alle nochmal unten in der Infobox. Und dann würde ich mal sagen, wir legen los. Ich starte damit, dass ich meine Plancha aufheize. Das ist die Plancha von Meteor. Die werden wir heute mal verwenden. Das ist eine Edelstahlplancha, die habe ich abgewaschen. Ja, eingebrannt habe ich sie noch nicht, weil wir werden sie ja direkt verwenden. Aber letztlich einmal kurz abwaschen, ist Edelstahl. Und darauf braten wir das Ganze heute an. Und dann würde ich sagen, wir legen los. Ich starte mit meiner schnellen Joghurtcreme. Ich habe hier so einen Becher Joghurt und einen Esslöffel Mayonnaise. Das wird miteinander verrührt. Da dran kommen ein Teelöffel Zucker und ein Teelöffel Salz. Und dann habe ich hier eine wirklich amtliche Knoblauchzehe. Die hacke ich jetzt gerade klein. Einfach fein hacken oder fein pressen, je nachdem, wie ihr das gerne haben möchtet. Das ist mir schon fein genug. Dann schnappe ich mir jetzt den Knoblauch, gebe ihn mit hier in die Schüssel. Dann zupfe ich mir noch ein paar Blätter von der Petersilie runter und hacke die gerade fein. Nicht zu viel, einfach nur so ein bisschen für den Geschmack. Wer mag, kann da noch frische Minze mit dran geben. Das ist auch nicht schlecht, muss aber nicht sein. Ist rein optional. So, wenn die Petersilie klein ist, darf die mit an die Creme. Und jetzt fehlt noch ein wenig Säure. Dafür habe ich hier eine Zitrone. Da nehmen wir ungefähr die Hälfte. Dann habe ich hier meine Zitronenpresse und dann kommt der Saft hier mit dran. So, jetzt können wir das Ganze gut durchmischen. Wunderbar, damit ist meine Soße schon mal fertig. Die stelle ich in den Kühlschrank und wir machen weiter. Weiter geht es mit den Sumak-Zwiebeln. Da habe ich also hier eine schöne amtliche rote Zwiebel. Die schneiden wir jetzt gerade auf und schälen sie. Weiter geht die wilde Fahrt. Zwiebel jetzt also dann in feine Streifen hacken. So, dann können die Zwiebeln in eine Schüssel. Darauf kommt jetzt etwas von dem Sumak-Gewürz, beziehungsweise von dem Sumak. Als nächstes brauchen wir wieder Zitronensaft. Da habe ich hier die andere Hälfte der Zitrone, beziehungsweise zwei Drittel davon. Also es darf ordentlich Zitronensaft sein. Und den geben wir jetzt da dran. Dann werden die Zwiebeln kurz durchgerührt, dass der Zitronensaft und das Sumak-Gewürz überall dran können. Das war also schön in Zitronensaft marinieren. Ich denke, wir können noch ein klein bisschen mehr Sumak dran machen. Auch hier zupfe ich mir noch mal so ein paar Blätter von der frischen Petersilie ab. Wenn ihr beim türkischen Supermarkt seid, die haben halt immer diese riesen Bündel frische Petersilie. Das hat schon seinen Grund, die kann man im Prinzip überall dran werfen. So, wunderbar, Petersilie ist fein. Auch die kommt mit an die Zwiebeln dran. Alles nochmal durchrühren. Das sieht nicht nur super aus, sondern das schmeckt auch richtig gut. Es gibt dem Ganzen wirklich den entscheidenden Kick, zusammen vor allem auch mit diesem Joghurt, den wir da gemacht haben, dieser Joghurtsoße. Sumak-Zwiebeln passen wirklich hervorragend, im Prinzip eigentlich zu jeder Art von Fleisch. Hervorragend. Die kann ich jetzt auch in meinen Kühlschrank stellen und weiter geht's. So, ein Schälchen habe ich noch. Da kommen jetzt die Tomaten und die Gurke rein. Von der Gurke braucht ihr, sagen wir mal, ungefähr so ein Stück. Das schneide ich jetzt gerade auf und nehme das Kerngehäuse weg. Dann werde ich ihn noch mal kleiner schneiden und dann in feine Stücke hacken. Das ist ja letztlich dann das Topping für unsere kleinen Brote. Deswegen also das Ganze möglichst fein schneiden. Dann darf das mit in ein Schälchen.
Dann habe ich hier Tomaten. Die schneide ich gerade auf. Und auch da nehme ich das Kerngehäuse raus, denn ich mag es nicht. So, nachdem die Tomate dann das Kerngehäuse verloren hat, wird sie jetzt dann in kleine Stücke geschnitten und kommt mit zu der Gurke. Leute, ich sehe das doch genau. Der Häuptling, der zu kleinen Schüsseln hat wieder zugeschlagen. Wir füllen mal eben um. So, hier sind also jetzt die Tomaten und die Gurke drin. Und dann habe ich jetzt hier die Petersilie. Davon werden wir nicht alles brauchen, aber schon eine ganze Menge. Gucken, dass wir das Gummiband da nicht mit reinschneiden. Und dann fangen wir jetzt von hier oben an, die Petersilie zu hacken. Und diesmal haben wir so viel Petersilie, dass ich tatsächlich die Stängel auch mal wegtun kann. So, die Petersilie diesmal nicht zu fein hacken. Die darf jetzt mit hier in die Schüssel. Dann kommen noch eine Prise Salz und eine Prise Zucker mit dran. Dann das Ganze einmal durchrühren. Und dann kann es auch beiseite gestellt werden und schön durchziehen. Wie gesagt, es ist ja einfach nur so ein leichtes Topping für unsere Brote später. So, wunderbar. Auch das ist fertig. Kommt jetzt auch noch mal kurz in den Kühlschrank, darf ein bisschen durchziehen. So, jetzt geht es endlich los mit der Plansche. Gas drehen wir auf. Und dann starten wir mal die Gasbrenner. Da sind zwei Gasbrenner drin. Das Ganze hat gut 6 kW Leistung. Das ist eine ganze Menge. So, während die Plansche heiß wird, treffen noch die letzten Vorbereitungen. Hier habe ich so ein paar scharfe Paprika, die ihr auch beim türkischen Supermarkt kriegt. Die schneide ich jetzt einfach gerade in feine Streifen. Die werden wir gleich nachher, wenn das Fleisch angebraten ist, ganz zum Schluss werden wir die ganz kurz unterheben, dass sie nur ganz kurz erhitzt werden. Und auch die hacke ich dann gerade durch, dass sie ein bisschen kleiner werden. Aber ja, später, das Hackfleisch wird ja dann nur so ein gekrümelt sein. Ich wusste doch, dass ich die kleine Schüssel nochmal brauchen könnte. Also, da wandert jetzt die klein geschnittene Paprika mit rein. So, dann habe ich hier noch den Käse. Den packe ich mal gerade aus und schneide da einfach so Scheiben von, dass wir die dann später einfach auf dem Hackfleisch kurz schmelzen lassen können. Den Käse möglichst dünn schneiden, umso schneller kann er dann auch gleich auf dem heißen Hackfleisch dann schmelzen. So, die dürfte inzwischen ordentlich heiß sein. Das bedeutet, ich kann also hier mein gemischtes Hackfleisch auf die Plansche legen. Das hört sich auf jeden Fall heiß an. Und verteilen wir es mal ein bisschen. Dann habe ich hier meine Gewürze, gebe die damit dran. Das Tolle an so einer Plansche ist ja, dass euch nichts runterfallen kann. Ne? Durch die hohen Wangen an der Seite bleibt alles schön drin, wo es sein soll. Es fällt euch kein Gemüse daneben. Und wir haben hier unten, das könnt ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen, hier unten ist ein Loch. Und hier unten befindet sich eine Fettauffangschale. Das heißt, wenn ihr also was richtig Fettiges auf der Plansche macht, dann kann das Fett eben hier ablaufen und steht also nicht hier die ganze Zeit in der Plansche drin. Gerade wenn man jetzt irgendwie Wagyu-Burger oder dergleichen macht, lohnt sich das natürlich absolut. So, es knuspert fröhlich auf der Plansche vor sich hin. Hier habe ich jetzt meine kleingeschnittenen Paprika bzw. Chilis. Die kommen hier noch mit dran. Ich mische die kurz unter. Und wie gesagt, das sind keine reinen Paprika, sondern das ist schon, die haben schon eine gewisse Schärfe. Gerade dann, wenn ihr die Nase direkt über der Plansche habt, merkt ihr das ganz eindeutig. So, jetzt schaffe ich mir hier mal ein bisschen Platz. Weil jetzt möchte ich das Brot noch kurz mit anrösten. Hier habe ich also meine Brote, die ich gleich füllen möchte. Schneiden wir mal auf. Und dann einfach halt hier auf die Plansche drauf kurz andrücken, dass es heiß wird. In der Zwischenzeit kann ich hier drüben schon mal den Käse auflegen. Dann schneiden wir schon mal das nächste Brot auf. Dann werfen wir mal einen Blick auf das Brot hier drüben. Ja, perfekt, das hat schon schöne Farbe gekriegt. Also machen wir direkt mit dem nächsten Brot weiter. Schön andrücken. Und ihr seht auch jetzt hier schon, wie der Käse anfängt zu schmelzen. Das wird großartig. Im Prinzip kann ich jetzt schon mal die anderen Zutaten aus dem Kühlschrank holen. So. Ja, der hat ordentlich Dampf. Schnell noch das letzte Brot anknuspern. Hier drüben können wir schon mal einstellen, dass wir nur noch warm halten. Eigentlich müsste die Platte genug Energie gespeichert haben, dass wir sie eigentlich auch komplett ausmachen können jetzt. Oh Leute, ich kann euch sagen, das funktioniert hier wie es Brezelbacken. Schaut euch das an. Das sieht perfekt aus. Und dann bauen wir jetzt mal so ein Brot zusammen. Das heißt also, ich nehme hier mit dem Spatel nicht mehr was von dem Hackfleisch weg. Zusammen mit dem Käse sieht das unfassbar gut aus. Dann kommt etwas von meinem Salat damit drauf. Mit der Gurke, den Tomaten,
eine Petersilie. Dann etwas von den Sumak-Zwiebeln. Die rühre ich nochmal kurz durch. Oh Leute, der Duft von den Dingern ist einfach grandios. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, ne? Das boostet das Gericht wirklich sowas von nach vorne. Sehr, sehr schön. Und dann habe ich jetzt hier noch meinen kleinen Knobi-Joghurt oder die Knobi-Soße. Davon geben wir noch ein bisschen was drüber. Jetzt kommt die Frage, wollt ihr mit oder ohne scharf? Ich habe hier dieses typische Pulbiber-Gewürz. Ich mag es ja gerne ein bisschen schärfer, gebe also noch ein bisschen was davon rüber. Und fertig ist es. Mein türkisches Hackfleischbrötchen. Und jetzt wird das Ganze natürlich auch probiert. So, schaut ja nicht absolut fantastisch aus. Dann schnappen wir uns doch mal so ein Brötchen und dann beißen wir mal rein. Boah Leute, da ist eine ganze Menge los im Mund. Ich kann das gar nicht alles zusammenfassen. Ich muss hier nochmal. Boah Leute, da ist eine ganze Menge los im Mund. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ihr habt also das würzige Hackfleisch. Dann habt ihr die Frische von den Gurken und den Tomaten. Diesen leichten Kick von der Knoblauchsoße. Und dann noch diese Sumak-Zwiebeln obendrauf. Das Ganze in diesem angerösteten Brötchen. Das ist ein absoluter Kracher. Funktioniert hervorragend. Ein perfektes Gericht für eine Plancha. Wenn euch die Meteor-Plancha interessiert, ich setze euch die unten in die Videobeschreibung rein. Schaut da gerne mal vorbei. Da gibt es auch einen Gutscheincode, wo ihr ein bisschen was mit sparen könnt. Und ich habe die Zutaten heute Morgen im türkischen Supermarkt gekauft. Alles frisch. Genau 20 Euro habe ich bezahlt. Bedeutet also, wir haben 4 Sandwiches draus bekommen. Haben wir noch ein klein wenig was über. Bedeutet, 5 Euro sind diese Dinger auf jeden Fall wert. Geschmacklich unfassbar gut, richtig frisch mit der Petersilie und so weiter. Das solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr auch viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und freue mich einen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, hier unten könnt ihr das sehr gerne auf kostenfreie Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hiervon eine Insta-Story gesehen. Schaut also gerne bei Instagram vorbei, da seid ihr einfach immer näher dran. Da gibt es kleine Stories vom Dreh. Lohnt sich also absolut, da mal rumzugucken. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachmachen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.